Servus Leute und willkommen zurück zu Set Economy Service Fire City. Wir sind in Richtung Businessgebiet unterwegs und sollen dort die Fahrer zur schmutzigen Straße und diese natürlich reinigen. Deswegen haben wir uns das kleine Kehrfahrzeug heute geschnappt einmal. Das sollte ja eigentlich auch reichen, hoffen wir jetzt einmal. So, wie fahren wir da jetzt? Wir wollen nicht in die Old Town. Oh ja, wir fahren zur Old Town links hinüber und biegen dann gleich wieder rechts hinein. Mich wundert, dass es in dem Spiel nicht so wie bei Bausimulator ein Navi gibt. Dass man auch automatisch immer den Weg, den bestmöglichen, angezeigt bekommt. So, was haben wir denn? Was haben wir da für einen Dreck? So. Da ist ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass sich das ausgeht mit dem Volumen, weil der ist schon zu 57% voll. Und ich weiß, dass das ziemlich flott. Das geht sich auf keinen Fall aus. Das geht sich auf keinen Fall aus. Wir sind schon zu 96% und wir haben jetzt 58%. Das bedeutet, wir müssen einmal ausleeren fahren auf jeden Fall. Nur ich habe keine Ahnung, wo es in der Nähe was zum Ausleeren gibt. So, wieder einfahren das Ganze. Und dann geht es gleich ab in Richtung. Stimmt, das war glaube ich ganz hin drüben gibt's hat es zumindest was für Papier zum Entladen geben und so weiter. Dort wird es wahrscheinlich auch was. Oder haben wir dort nicht sogar unseren Klärtanks, weil da ist ja unser Klär-LKW. Unser Reinigungs-Dingsbums. Den haben wir ja auch dort entleert, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. 2500 bekommen wir und 250 Experience Points. Wir werden auch nach dem Auftrag einmal in den Baum hineinschauen, wo wir ja, wo wir unbedingt jetzt Quests sozusagen machen sollten, dass wir noch was neue Fahrzeuge bekommen. Beziehungsweise auch, wie weit wir mit den anderen allen Zeug sind. Es würde mich einfach mal interessieren. Wir werden unbedingt. Wir müssen Geld. Scheiße. Das war wieder so eine Kurve, die wieder so legendär war. Manchmal ist das Fahrverhalten irgendwie schrottig. Aber egal. Wir werden uns die Gebäude kaufen und werden auch schauen, was man sozusagen. Boah, da war wieder so ein Mörder-Lag, dass die FPS auf 9 FPS einbrochen sind. Wir werden schauen, was die Gebäude uns bringen, sozusagen, an Kohle. Und ja, ich glaube, das ist einmal ein guter Plan für die nächsten Parts. Dass wir mal so halbwegs auf ein Finish hinkommen, muss ich ehrlich sagen. Weil. Ja, viel gibt es in dem Spiel leider nicht mehr zum Zeigen. Multiplayer könnte ich vielleicht nochmal machen. Da hat auch der Nick gefragt, ob wir da was machen sollen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es wirklich nicht sagen, ob ich einen Multiplayer noch zeigen werde. Oder ob ich nachher erst den Multiplayer zeigen werde, wenn es vielleicht eine Gold-Version gibt. So wie ich es jetzt gerade mit meinem Bausimulator mache. Weil, wenn der Multiplayer so verpackt ist wie am Anfang der Bausimulator-Multiplayer, weiß ich nicht, ob ich so Lust drauf habe. Kann ich wirklich nicht sagen. Ist ein bisschen zart sonst. So. Wir werden jetzt noch die letzten Schmutzpartikel. Wir haben schon wieder fast keinen Straßenverkehr, merke ich gerade. Ich weiß noch, im letzten Part habe ich mich beschwert, dass bei dem Aufladen vom Auto die Autos so deppert gewartet haben und dann war aber keiner mehr. Ihr merkt es auch vielleicht ein bisschen, ich bin ganz leicht verschnupft. Weiß ich nicht, bei uns ist es nicht so kalt eigentlich, aber trotzdem irgendwie habe ich mich ein bisschen verkühlt, keine Ahnung wann und wieso, aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht aufnehmen könnte oder sonst was. So, dass einmal der Punkt fertig und dann müsste noch der da sein, brauchen wir eigentlich nur mehr gerade darüber fahren. Und dann haben wir auch diesen abgeschlossen und den kompletten Auftrag erfüllt, ne? Fass er bitte ein und da drüben wackelt er schon wieder mit seinen Händen und wartet, dass wir kommen und den Auftrag abschließen. So, stehen bleiben. So, die 10.000 haben wir dann somit auch schon wieder fast verdient. Beziehungsweise kriege ich dann noch was? Ja, ich kriege noch 2.000. So, schmutziges Geschäft. Gefällt dir das Straßenfegen in diesem Bezirk? Das hoffe ich doch. Es gibt nämlich noch viele weitere Jobs für dich. Danke sehr, freue mich schon. So, wir haben eigentlich gesagt, wir machen zuerst einmal die Quests fertig, die wir machen können. Halt eigentlich, glaube ich, fast alle bis auf Glasrecycling. Rasenmähen. Nein, wir werden die Autos abschleppen. Wir werden die Autos abschleppen und dann die Senkgruppe lernen. Ich glaube, das ist ganz gut so. So, wir müssen in unseren... wo ist er? Nein, Gehölzabschleppwagen hineinspringen natürlich. Ich bin mir gerade überlegen, ob ich wirklich von jedem Fahrzeug noch ein zweites kaufen soll.
dass ich derweil ihnen helfe, jeweils einen Auftrag geben könnte. Beziehungsweise auch dann die Autos ein bisschen herumstehen habe auf der ganzen Map verteilt, dass man teilweise nicht so lange oder so ja weite Distanzen zum Fahren haben. So, können wir hier umdrehen oder geht das nicht? Na, geht nicht. Habe ich mir fast gedacht. Hätte ich doch gleich mit Rückschieben, Zurückschieben machen sollen. So, wenn ich mich nicht täusche, ist das nämlich jetzt nur ein Auto. Bei der Senkgrube waren wir auch schon in irgendwann von den, ja, vor 3-4 Parts oder sowas. Da wollten wir, haben wir's, ich glaube, da war gleich der Quest daneben oder sowas. Das ist ein Auto, das wir abschleppen müssen und dann die Senkgrube leeren. Dann haben wir auch diesen Auftrag erfüllt. Genau, ein Auto steht hier oben rechts. Die blinkenden Briefe, die brauchen wir eigentlich nicht mehr lesen. Wir wollten eigentlich, das wollte, das fällt mir auch gerade ein, wir wollten eigentlich ins Menü schauen, was man so weiter, habe ich ja vorher gesagt. Aber machen wir zuerst noch den Abschleppauftrag. Was ist denn da gerade mit der Performance los? Vorher lobe ich das Spiel noch zu so, dass die Performance so geil ist. Und hier in dem Gebiet ist ja einfach grottig scheiße. 20 FPS, Leute. Das ist ja nicht normal halt. Die Schwanks, das sind unglaublich bei dem Spiel teilweise. Halt, ich muss ehrlich sagen, am Anfang halt, ich hätte wirklich geglaubt, dass sie da was gemacht haben. Aber so bis jetzt komme ich wieder auf 30 rauf. Keine Ahnung, was da los ist. Finde ich ein bisschen scheiße, aber naja, was will man machen? Boah, jedes Mal, wenn es in die Kurve fasst. In dem Stadtgebiet, das ist, glaube ich, Horror. Da haben wir eh gleich nachher den End, halt den Absaug-Dingsbums auch stehen. Das bedeutet, wir können dann nachher gleich relativ schnell auch absaugen und müssen da nicht ewig lange herumfahren. Somit haben wir den Auftrag dann auch erfüllt und dann werden wir mal wieder schauen, dass wir die nächsten Aufträge bekommen. Und wir haben wieder einen Straßenverkehr. Juhu! So. Na, falsch. So. Bisschen einziehen. So, doch ein bisschen raus noch. Na. Da ist halt, wenn es den Kran benutzt, brauchst fast die Hilfe, weil du nicht weißt, wann du fixieren kannst. Ja, okay, ich bin noch viel zu weit weg. Das hat aus meiner Perspektive viel näher schon ausgeschaut. So, montieren. Zack. Rein in den Kran. Rüber drehen. Bisschen ausdrehen. Mir fällt gerade was ein. Was ist denn das? Der Sohn von meinem Cousin, der hat zu Weihnachten so ein Abschleppauto bekommen. Fällt mir gerade ein. Ich hätte ihm das Spiel zeigen sollen. Weil sein Vater ist Automechaniker und so weiter. Und der Großvater ist Automechaniker. Und der ist halt auch schon so ein kleiner Autofanatiker, kann man so sagen. Und der hat zu Weihnachten so einen Abschlepp. Boah, jetzt kommen die wieder. Ja, fahrt mal genau ran, dass ich da nicht ums Eck komme. Ach Gott, ist jetzt mein Liebsten. Und der hat so ein Auto auch bekommen. Genau in den Gelb, ein bisschen dunkleres Gelb mit einem MAN. Ist auch ein MAN. Hey, das wäre wirklich cool, das muss ich ihm wirklich zeigen. Fällt mir gerade so ein. Nur so nebenbei beim Zocken. Ich hoffe, dass der Abladeplatz der nähere ist. Das ist der, von dem ich komme. Ich weiß nicht, wo im Süden da einer sein wird. Ich schätze ganz unten. Das ist halt ein bisschen nervig, dass man da nicht wirklich den nächsten einfach bei Navi angezeigt bekommt. Oder da. Wieso kann ich ihn nicht da hinstellen beim Stadion oder so irgendwas? Achso, das Auto ist defekt. Das gehört eigentlich in die Werkstatt und nicht irgendwo auf einem Parkplatz hingestellt. Aber okay, gut. Die wollen es nur dort irgendwo hingestellt haben. Soll so sein, soll so sein. Und. Jo, was ist denn das überhaupt? Das Schlimme ist ja, der ist, wie alt ist denn der Kleine jetzt? 3 Jahre, ich glaube, nein, nicht einmal. Oder ist er, könnte schon sein, dass er 3 Jahre oder wird schon 4, keine Ahnung. Aber der kennt seit 1,5 Jahren, wenn du den so ein Auto hinlegst oder sozusagen so ein Matchbox-Auto oder selber so ein Auto, was auf der Straße sieht, erkennt er nur in der Form und am Logo, was das für ein Auto ist und kann er sagen, was das für ein Auto ist. Der ist so ein Wahnsinn, halt keine Ahnung. Das ist unglaublich. Den kannst du fast zu wetten, das könnte, hätte es den geben können. Ist ziemlich lustig, teilweise. Und so ein Autofanatiker, aber wie sein Vater und sein Großvater halt. Das ist, wie mein Onkel halt und mein Cousin. Das ist unglaublich.
Da sagt man wirklich gerne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn ich da runter drücke. Okay, nix. Ich hätte jetzt geglaubt, wenn ich weiter runter drücke, sozusagen, dass er irgendwas macht. Aber es ist ihm nahezu wurscht. Jetzt kann ich runterdrücken. Aber das ist auch wurscht. Ups. Da habe ich das Auto ein bisschen weggefahren. Aber wurscht, wurscht. Springen rüber in den... Beziehungsweise wir nehmen zuerst den Auftrag an, die Senkgrube entleeren, Job annehmen. Wieso kann ich dann nicht auf der Karte gleich auf das Fahrzeug klicken und rein? Der kleine Saugwagen, nein, nicht der kleine Saugwagen, sondern der kleine Pumpwagen wollen wir haben. Da brauchen wir nur mehr arschlinks anfahren, Rüssel hineinhalten, einmal F drücken zum Saugen starten und dann haben wir den Auftrag auch erfüllt. Halt, es geht ganz schön flott voran jetzt mit den Aufträgen. Wir werden nach dem Auftrag auf jeden Fall auch schauen, wie weit wir sozusagen sind mit dem Fertigkeitsbaum. Wo wir was brauchen, wo wir nichts brauchen unbedingt. Das war jetzt nicht so gut. So, ich glaube, das war... Scheiße. Welche da... Ah, hoch runter ist da. Stimmt, bei der anderen ist es ja nur... die zwei Tasten nachher. Das ist immer so kompliziert teilweise, die Fahrzeuge. Manchmal weiß man es auswendig, gerade wenn man länger gespielt hat. Aber das gleich bei jedem Spiel einfach so. So, den haben wir abgeschlossen. Dann können wir jetzt mit der Tante da reden, von der Polizei. Und schauen, was sie uns noch zu geben hat. Das Auto kann jetzt repariert werden und die Senkgrube wurde entleert. Wirklich ausgezeichnete Arbeit. Danke sehr. Perfekt. Und jetzt schauen wir sich einmal an, was wir haben. Wir hätten 14.000 jetzt. Das ist einiges. So, wir haben hier einen Fertigkeitspunkt, sehe ich gerade. Den werden wir gleich vergeben. Waschmaschine? Nein. Bonus auf Geldbildung und Straßen. Wenn du Straßen willst, brauchst du mehr Teer. Alter, was? Ja, es ist ziemlich wurscht. Es ist kupft wie Katsch, kann man so wirklich sagen. Aber wir können da nehmen, was wir eigentlich wollen. Mehr Geld, mehr Erfahrungspunkte, mehr Helfer, mehr... Na, wir nehmen da mehr der, das wir drinnen haben. Ist jetzt nicht so tragisch. So, die Gebäude kosten ja um einiges mehr, halt die, was wir kaufen wollen. Da können wir nichts. Kredit dauert auch noch, dass wir zurückzahlen können in einen Tag. Das passt dann auch. So, wie geht's jetzt weiter mit den nächsten Hauptquests? Wir hier werden einmal Rasenmähen und Auto abschleppen. Stimmt, das ist das mit den Touristen. Dann werden wir mal das, ich würde sagen, das Auto abschleppen mit den Touristen anfangen. Das sind zwei Stück. Das hört sich ja nicht so viel an. Es kommt halt auch immer darauf an, wie weit wir nachher zu demjenigen Einsatzgebiet hinfahren müssen und wegfahren müssen. Wenn wir einen Weg zum ein Rufzeichen haben, werden wir das auch gleich einmal einsammeln. Hätte ich jetzt vorgehabt, dass wir einfach da schön langsam auch vorwärts kommen. So, cool. Rückwärts rausschieben gleich. Da drüben sind schon wieder zwei Quests, zwei Singleplayer-Quests. Als Story-Quest. Bin nur gerade am überlegen, wir hätten eh bei dem einen ja nicht direkt vorbeikommen, aber das werden wir vorbeifahren. Da werden wir vorbeifahren. Ich bin hier gespannt, weil ihr, halt das haben ja einige geschrieben, ich soll so lange machen, solange es zumindest Story-Quests gibt. Ob es unendlich viele Story-Quests gibt, das wäre auch genial, weil dass sich die irgendwann wiederholen würden. Aber keine Ahnung, dass wir uns fehlt noch der komplette Glas-LKW und so weiter und so fort. Halt, da ist noch einiges zu tun, bis man da sagen kann, ja okay, ihr seid jetzt fertig. So, einmal aussteigen bitte. Mit F. Parkverbot. Eine klare Sache. Hier herrscht Parkverbot, aber manche Leute lernen es einfach nicht. Kannst du sie bitte abschleppen? Kann ich natürlich machen, kann ich nur jetzt gerade nicht annehmen, weil wir... eine Quest schon am Laufen haben. Wäre natürlich gleich praktisch gewesen, wenn wir den gemacht hätten. Also ich bin gerade überlegen, ich fahre jetzt aber zuerst zum Abschleppdings. Oder soll ich gleich einmal... Nein, ich fahre da gleich rechts hinunter und fahre zu den zwei blinkenden Punkten. Das Rufzeichen holen wir sich nachher, irgendwann. Jetzt bin ich nur am überlegen, wie ich da am blödesten hinfahren muss. Ich fahre mal durch die Stadt. Fahren wir mal durch die Stadt. Stimmt's? Ihr seht es jetzt gerade auf der Karte. Ganz rechts ist auch ein Punkt zum Abstellen von den Autos. Halt, das wäre vorher näher gewesen, als der eine Weg komplett ins Industriegebiet raus. So. Das ist halt die Frage, fahre ich richtig oder fahre ich falsch? Halt, ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch so richtig, aber...
So, wie fahre ich jetzt weiter? Da hinunter, glaube ich. Halt, manchmal sieht man die Karte wirklich so schlecht und weiß nicht ganz genau, wo man hinfahren soll. Beziehungsweise die Punkte zum Auto abschleppen. Ich glaube, der Punkt, wo ich das abstellen kann, das ist das Polizeirevier, wo wir einmal die Papiercontainer und so weiter abgeholt haben. Kann das sein? Schauen wir gleich mal da jetzt nach links. Ja, genau, da ist es. Beim Polizeiquartier können wir das Autos abstellen. Das finde ich nicht einmal so schlecht. So, wir werden jetzt auf die Hauptstraße dort unten reinbiegen, werden dann die zwei Autos abholen. Aber das Ganze gibt es erst im nächsten Part, wenn es hier weitergeht. Bei City Economy Service for your city. Bis dann. Tschüss.